vielleicht ganz kurz unseren Flyer nochmal aufzeigen. Den haben Sie auf den Tischen liegen, aber weil Sie wer sehen kann, dieser Flyer trägt einige handschriftliche Aufzeichnungen. Ich hatte mir nämlich am Freitag erlaubt, der letzten Ratssitzung in diesem Jahr unseren Flyer zur Verteilung zu bringen unter den 44 Ratsmitgliedern, selbstverständlich auch unter den anwesenden Verwaltungsmitgliedern. Und dann gab es die erste Pause. Bei uns dauern die Ratssitzungen immer etwas länger, auch schon mal bis Mitternacht. Sind ja einige Ratsmitglieder unter uns. Ich erinnere mich an ein Protokoll einer Ratssitzung, wo es dann am Ende hieß, Frau Schmalhorst, bis 0.23 Uhr, das war mal vor 2 Jahren, eine Ratssitzung an einem Freitag, die über Mitternacht hinaus dauerte. Wir fangen übrigens um 16 Uhr an. Und es gibt dann auch die sogenannte Ratsspeisung in der ersten Pause. Es gibt ja neue Begriffe wie die Schulspeisung. Ich gehe davon aus, es wird nicht mehr lange dauern, da wird auch für den Rat eine Mensa gefordert. Und nach der Pause, nach der Ratsspeisung, kam ich also wieder auf meinen Platz und da hatte mir jemand diesen Flyer kommentiert, auf den Platz zurückgelegt. Ich habe so getan, als hätte ich die Kommentierung nicht gesehen, nur gerade ausgeschaut. Und dann hatte hier jemand den Flyer, warum auch immer, kommentiert. Schreibt hier, parlamentarischer Abend, hätte Frühschoppen halten müssen, 11 Uhr hätte 23 Uhr halten müssen. Dann schreibt er hier, Bumbäsch, circa 10 Minuten, warum auch immer, bei Schäfer schreibt er, kurzer politischer Jahresausblick, mindestens 20 Minuten. Wir werden all das Lügen strafen, Leute. Programmatische Aussagen, 30 Minuten. Er kommt zu dem Ergebnis, dass für Frau Dr. Pauli keine Zeit mehr geblieben wäre. Wie gesagt, wir werden heute hier den Weg, ich habe den Flyer eingesteckt, wortlos, dass wir gucken, wer könnte das gewesen sein. Meine Frau sagt, gibt es die Handschrift nicht. Vielleicht ist er heute hier, ich weiß es nicht. Jedenfalls werden wir dagegen anarbeiten. Also deshalb dann hier auch noch 12.30 Uhr die Öffnung des Buffets. Das habe 0.30 Uhr heißen. Ich glaube, wir haben es geschafft, innerhalb des akademischen Viertels zu beginnen. Und Sie werden jetzt sehen, dass ich meine, ich habe das ja bewusst dieses Jahr in Gedichtform gemacht oder in gereimter Form, damit ich nicht zu viel Worte höre. Die werden dann kriegen Anfang und Ende. Ich trage jetzt also ruckzuck, das werden Sie feststellen, den politischen Jahresrückblick vor. Einigermaßen aktuell. Ich überlege schon, ob ich den im Februar bei der katholischen Kirche unter Umständen sogar als Mückenrede benutzen kann. Und das war schon eine Überlegung, die Frauenfrauen, das ist alles noch taufrisch, denn wir wussten ja gar nicht, ob Frau Dr. Pauli kommen würde. Wir haben nie daran gezweifelt, aber es gab natürlich Leute, die sagten, das glaubst du selber nicht. Und irgendwann fängt man dann an, selbst Zweifel zu entwickeln. Aber wir hatten das Glück, wir erfuhren ja schon gestern, ob sie dann kommen würde oder nicht. Wir saßen hier drüben in der Ecke und plötzlich kam der erlösende Anruf, Pauli, ich stehe vor der Tür. Und da konnten wir zumindest diese Nacht einigermaßen ruhig schlafen und konnten allen, die noch anriefen und sagten, glaubst du denn, dass sie wirklich kommen, sagen, nein, die ist schon da. So, dann steht hier programmatische Aussagen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute auch den politischen Wettbewerb hier vertreten haben. Ich freue mich, dass freundschaftlich vereint an einem Tisch sitzen, der Kreisdirektor Altemar mit seiner Gattin Gabriela, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Uns, die sind ja beide im Kreistag und unser Kandidat. Und so soll es auch sein, genauso wie ich hier in der Runde Ratsmitglieder auf der anderen Fraktion sehe. Wenn ich habe eben Karl-Heinz-Hirschfelder gesehen hier drüben. Wir sprechen manchmal drüber, weil wir uns manchmal gegenseitig mit nach Hause nehmen. Wir haben uns eines gehalten. Wir können, glaube ich, Karl-Heinz, aber das könnte ich auch zu Werner Seber sagen, wir 44 Ratsmitglieder können Gott sei Dank alle miteinander immer und zu jeder Zeit gut sprechen. Und das ist ganz wichtig, wird manchmal in der Presse nicht so ganz deutlich, denn da gibt es dann ja auch schon mal in so Ratssitzungen das ein oder andere Scheingeschäft. Ich glaube, dass auch die Leser, dass das nicht immer so gewesen sein kann, wie es dann am anderen Tag dargestellt wird, aber das gehört halt eben dazu. Ja, wie gesagt, weil der politische Wettbewerb da ist, programmatische Aussagen, geht hier 30 Minuten, wird sich der Köpfen in 4 Sätzen, das werden Sie gleich sehen, und dann haben wir den Vortrag von Frau Dr. Pauli und was die Regie betrifft, dort drüben wird dann Marc Göhne ein opulentes Buffet, der gesagt hat, das sei so ein Sparbuffet mit ein kaltes Buffet auch nur, nein, das ist ein kaltwarmes Buffet, das heißt heute am 3. Advent, das haben wir für Sie, meine Damen, gemacht, bleibt die Küche kalt, Sie sollen nicht anschließend zu Hause an den Herd zurück müssen, wo das noch so üblich ist in der heutigen Zeit. Nein, das wird alles hier heute abspulbar sein und dann empfehle ich Ihnen bei dem schönen Wetter einen Spaziergang durch die Stadt, denn wir haben heute zu Ehren von Dr. Pauli ist ja einen verkaufsoffenen Sonntag hier in Erfurt. Bravo. Ja.
dann darf man einmal vortragen. Sie sagen, nehmen Sie das ein oder andere vielleicht nicht ganz so ernst, aber die Insider werden bestätigen, nein, das war so. Ich habe also einfach im Januar angefangen, anhand der Fotos und anhand unserer Internet-Einträge mal geschaut, wie fing das ja an im Januar und wie endete das am letzten Freitag. Denn das habe ich festgestellt oder gelernt in den Jahren meiner Ratszugehörigkeit. Wenn Schulferien sind, hat komischerweise auch immer der Ratpause, woran das liegt, ich habe es noch nicht ergründen können. Lass die Botschaft mich verkünden, Weihnachten steht vor der Tür, um zuvor zu resümieren, deshalb stehe ich heute hier. Denn so haben wir es gehalten, wenn das Jahr allmählich endet, haben wir, was es beschert, kurzerhand zurückgeblendet. Anfangs ging es recht ruhig an, jedenfalls in NRW, anders seinerzeit in Bayern, welche die Runde sehen. Dass es so nicht bleiben würde, ist wohl der normale Lauf. Ende Januar jedenfalls kamen Turbulenzen auf. In der Presse war zu lesen, Jan, der künstlerische Leiter, war das an der Höhenstraße, macht das selbstverständlich weiter. Doch im Rathaus unterdessen holt man Roland Nachtigeller, die kulturbepflichtete Szene, setzt auf Jan als Weichensteller, auch in der Zukunft. Das werden wir erleben. Kaum war Ruhe an der Front, drang an Bürgermeisters Ohren, übrigens noch immer nicht abgeschlossen, korruptionsgefärbter Lärm irgendwie heraufbeschworen. Die Protagonisten habe ich alle schon gesehen. Schließlich wurde das Kapitel nur noch einem angehängt und man spricht von Eigentor, wenn man an das Ende denkt. Derweil an der Klarenstraße, auch die Nachbarn habe ich schon gesehen, hat eine Bauklinik sich gegründet, die, was dort entstehen sollte, absolut misslungen findet. Rathaus mit gebremster Kraft sucht für Frau Herford meine Leiter, die Zima wirft den Nerv das Handbuch und gerne sucht man in Haus weiter. Schausteller stehen unterdessen zu Ostern Knöchel tief im Schnee, die Stadt erklärt, dass hier zu helfen, sie leider keine Chance sieht. Herford und das Schaugewerbe, gerne komme ich auch zurück, doch zunächst bleibt festzustellen, irgendwann hat man auch Glück. Für den Kaufhof hat die Liste sozusagen über Nacht stadtentwicklungstechnisch klug den Investor hergebracht. Schade, dass deshalb auch immer niemand den Consultor nennt, ist am Ende der Erfolg unserer Arbeit nicht gewöhnt. Da der Lebensdegen her, weil erneut ein Kaufmann geht, so dass bei der BWS einmal mehr Vakanz entsteht. Kurzerhand gibt es auch dort über Nacht einen Lückenschluss. So hat das Feld darauf gewartet, kommt Herr Kastner zum Schluss. Auf uns zu. Dass den Neubau rettet, diesen Block am Werbestrand, ohne Zugang zum Gewässer, das liegt nun in seiner Hand. Auf dem Nebenbauplatz fließt aus neu verlegten Rohren Wasser ums Piratenschiff und es wettern die Senioren. Blütenzeit erneuter Streit in der Sache Korruption. Man darf nicht mehr gratulieren, als der bösen Taten lohnt. Für die Nachverfolgung Herford gibt es nunmehr ein Konzept, auch für Josef wurde 80 und ein Ball steht angeschleppt. Es ist gleichsam wie beim Ball, niemand hat das Werk bestellt, doch was schürft die Politik, nur das Monstrum kostet Geld. Dafür ist bei der Gelegenheit das Fass zu füllen, Frau Meier-Johann, so ist Meier-Johann, ihren Mann begrüßen, Frau Meier-Johann, die Chefin des Bundes der Steuerzahler, irgendwo müsste sie sitzen, Frau Meier-Johann, von drüben. Sie wird den verkaufsoffenen Sonder in Herford nutzen und wird natürlich mal die Brücke über die Insel Bahn in Augenschein nehmen. Oder war das sie dabei? Sie wird sich den Ballsteg nochmal von allen Seiten anschauen. Ich habe das Gefühl, wir werden es auch dieses Jahr, das dritte Jahr in Folge schaffen, wieder im Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler zu stehen. Für die Nachversorgung Herford gibt es nunmehr ein Konzept, Onkel Josef wurde 80 und ein Ballsteg angeschleppt. Es ist gleichsam wie beim Ball, niemand hat das Werk bestellt, doch was schert die Politik? Nur das Monstrum kostet Geld. Unweit an der Lippschen Bahn heißt es gleichsam Hut zur Lücke, dort entsteht für Steuergeld immerhin die ganze Brücke. Über sich hinauszuwachsen hat inzwischen Tradition und man fragt sich, wo wir sparen, scheinbar nur bei der Vision. Thomas Weber sprach es aus, Politik hat es nicht verstanden, als wir fürs Visionskonzept wieder keine Mehrheit fanden. Und auch für die Stiftsgeschichte gab es, wer hätte das gedacht, eine negative Wende sozusagen über Nacht. Eine herbe Niederlage auch für den Geschichtsverein, der herbeigesehnte Spende traf bei Schönfeld ein. Eifung hat in diesen Wochen, die Schulleiterin haben wir eben schon apostrophiert,
Eigung hat in diesen Wochen seiner Schule nachgerichtet und Familie Höhnerhoff hat zum Stiftung sich verpflichtet. Ich möchte bei der Gelegenheit einmal Dieter Höhnerhoff und Rosmarie Wattura vorstellen. Dort drüben am Tisch, vielleicht zeige ich euch einmal. Denn auf diese Weise kann man sich, wenn man mag, dauerhaft einsetzen. Und ich glaube, das ist eine Investition, da bin ich ganz nah bei Dieter Höhnerhoff, in die Zukunft und an der richtigen Stelle. Vielleicht gibt es auf dieser Basis auch für andere Schulen Farben, sei es für Sport- und Männerbauten, für die Kids in Werdenberg. Eins war heute festzustellen, es ist das, was uns vereint, unsere Stadt nach vorn zu bringen, auch wenn es manchmal schwierig scheint. Wichtig ist der Dialog, ob Verwaltung oder Rat, denn der Bürgerurteil lautet, unterm Strich zählt nur die Tat. Diese Losung möge gelten, Antrieb sein für das neue Jahr, unsere Stadt nach vorn zu bringen, ehrlich, fleißig, bürgerlich. Das war der Gelegenheit, wieder eine Pause gesetzt zu machen. Frau Dr. Pauli hat übrigens, wer mal gegoogelt hat, gehören zu denen, wer in diesen Tagen den Namen wiederholt gegoogelt hat, das Bundesverdienstkreuz für eine bürgernahe Verwaltung bekommen. Das machen Lande. Ich habe gestern Abend schon mal gefragt, was man dann machen muss. Eigentlich ganz einfach. Denn da sind wir uns doch einig, es wird Zeit, dass was geschieht. Dennoch wünsche ich nach dem Vortrag unpolitisch Appetit, wie das eine grüne Wette ist. Ich habe auf die Uhr geschaut. Wir liegen, glaube ich, noch weit unter dem, was prognostiziert worden ist am Freitag im Rat. Jetzt kommen die programmatischen Aussagen. Wie gesagt, ich versuche, mit vier Sätzen auszukommen. Wir werden antreten. Das eins. Wir werden flächendeckend antreten, das heißt in allen 22 Wahlbezirken. Wir versuchen, dritte Kraft im Rathaus zu werden. Das beinhaltet selbstverständlich auch den Fraktionsstatus. Und wir werden einen eigenen Bürgermeisterkandidaten bzw. eine eigene Bürgermeisterkandidatin haben. Das passt schon. Da darf ich jetzt. Sehr geehrter Herr Schäfer, Herr Verwaltungsdirektor, liebe Kandidaten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe mir jetzt erstmal sehr schön ein bisschen anschauen können. Ich bin seit gestern Abend hier und ich danke auch nochmal Frau Schäfer und Herr Schäfer, Sie haben mich gestern Abend schon so schön eingeführt, ein bisschen in die Begebenheiten von Herrn Schort und heute Morgen konnte ich auch noch ein bisschen was anschauen. Da hat mich Frau Schäfer noch durch den Ort gefahren und es ist schon sehr beeindruckend. Sie haben eine bedeutende Geschichte, angefangen von der Marienerscheinung im Jahr 2016 bis hin zu dem Beruf als Stadt der starken Frauen und ich begrüße die Frauen besonders heute Morgen. Denn es ist schon so, es ist schon wichtig, dass wir Frauen genauso einbringen, wie die männliche Seite auch. Nur manchmal ist es so leicht vertragen, aber da komme ich dann gleich drauf. Wir haben eben sehr schöne Fotos gemacht, überall haben wir mitgekriegt. Und als ich da so am Weihnachtsbaum stand, da hinten, habe ich mich auch ein bisschen erinnert an eine Szene auf unserem Weihnachtsbaum. Das war so in der Zeit, als rechter Trubel war wegen Steuer. Und wir haben ja ein bisschen mitgekriegt. Und da wollten dann Journalisten am Weihnachten, noch kurz vor Weihnachten, ein Tag vor Weihnachten, ein Foto unter dem Weihnachtsbaum. Ich hatte in der Zeit überhaupt keine Zeit, einen Baum aufzustellen, schon in aller Eile. Ich habe meine Mutter dann gefragt, sie hat zwar auch noch keinen aufgestellt, aber hat es dann extra noch ein paar vorher gemacht. Und ich habe gesagt, da kommen welche, das war dann noch die Bildspiele am Sonntag. Und sie machen ein Foto, dann haben sich andere noch angemeldet und haben gefragt, ob sie auch Fotos machen können, Interviews und auf einmal hatte ich da halt die ganze Versammlung im Mund von meiner Mutter. Die hatte gedacht, so steckt der Tisch mit Kaffee und Kuchen, aber die haben dann alles verkabelt, den Tisch zur Seite gerückt. Und es hat sich keiner mehr interessiert für irgendwas. Ich sollte am Baum stehen und als dann die Fotos gemacht worden sind, ist der Baum noch umgefallen. Also dann habe ich ihn wieder mit aufgerichtet und alle lagen unter dem Baum. Es war einfach ein schönes Gefühl. Aber es war auch bezeichnend für den Tumult, der da ausgelöst worden ist, durch ein paar ganz einfache Sätze und Worte. Und mir wurde da auch sehr bewusst, wie viel eigentlich Worte geben können und wie wenig notwendig es ist, ob ganze Parteiapparate, Profis, Strategen mit ins Feld zu führen, sondern wenn man nur anspricht, was viele denken oder was viele als wahr empfinden,
kann man unheimlich viel bewegen und man braucht absolut nicht viel Geld oder viel Infrastruktur, um die Menschen zu erreichen. Das haben wir auch, wir sind überall ja eigentlich im Aufbauprozess. Ne? Und da gab es auch nicht massenmäßig Geld. Im Gegenteil, alle Kandidaten haben alle selber finanziert den Beitrag. Es gab keine Geschäftsstellen, keine Büros, keine professionellen Mitarbeiter. Und wir haben in Bayern sozusagen aus dem Stand raus jetzt, wir waren zwar nicht im Landtagsvertreter, 10,4% gebracht. Und ich glaube eben deshalb, weil wir das angesprochen haben bei den Menschen, was bei vielen so im Hinterkopf war und was in der Parteipolitik inzwischen völlig untergeht, nämlich das ist das klare Ansprechen von dem, ja, was viele Politiker verdecken wollen, weil es ihnen vor allem um ihre eigenen Positionen geht und sich dann manches einfach nicht angesprochen haben. Mhm. Und deshalb kam auch in Bayern dieser Evolutionsprozess in Gang. Ich selbst war jetzt 30 Jahre lang Mitglied der staatstragenden Partei in Bayern, also bei der CDU, habe viele Parteiämter bekleidet, war auf allen Ebenen, war seit 1989 im Parteivorstand, das heißt auf Landesebene, habe also jeden Monat dort, was passiert. Jetzt vielleicht wieder besser, gut. Also ich war auf allen Ebenen in der CDU. Ich war auch mal Ortsvorsitzende, Vorsitzende, Kreisvorsitzende des Vorstands und vor allem seit 1989 im Landesvorstand, im Parteivorstand und habe da jeden Monat mindestens einmal den Kreis der Minister und Staatssekretäre inklusive Ministerpräsident mitgemacht über die Jahre hinweg und war sozusagen sehr fest verankert. Ich glaube, man war auch ein bisschen stolz drauf, weil die einzige CDU-Landesregierung in Bayern und gar nicht von der CDU keine, was auch verständlich ist, ist ein knochenharter Job, und da ist ja rund um die Uhr eigentlich beschäftigt. Aber ich war für die Partei damals ja sehr fest verankert. Ich habe mich auch so gefühlt, also ich habe mich sehr identifiziert. Bis ich dann mehr und mehr erlebt habe, wie Macht auf den Kopf steigen kann. Die CDU bekam die Zweidrittelmehrheit im Landtag. Und es war nicht mehr notwendig, auf irgendjemanden zu hören und zu achten, außerhalb von eigenen Reihen. Und da kam ein Machtdenken auf, das gerade sozusagen deutlich zutage. Und es war spürbar, dass man nicht mehr darauf geachtet hat, was die Bürger denken. Sie haben es mitgekriegt, Stoiber war ja Kanzlerkandidat, dann kam die Bundestagswahl, später wo Merkel dann Kanzlerin wurde, aber Stoiber dann ein sehr hohes Amt kriegen wollte. Kirchhoff war ja mal als Wirtschaftsminister im Gespräch, der wurde sozusagen wieder zurückgezogen und dann hätte Stoiber Wirtschaftsministerium, ein Superministerium kriegen sollen, die weiteren Funktionen bekleidet. Und was das Unverständliche war, er hat es nicht angenommen, obwohl die Bayern unheimlich stark unterstützt hatten. Alle dachten, jetzt haben wir sozusagen der CDU den richtigen Push gegeben, dass sie in Berlin ordentlich aufstellen kann. Und dann hat er, nachdem schon zwei weitere Kandidaten in Bayern als Ministerpräsident aus den Startlöchern gekommen sind, einfach gesagt, okay, ich komme zurück nach Bayern, hat getan, als sei das ganz normal und hat keine Erklärung dazu abgegeben. Und da wurde mir sehr bewusst, wie sehr die intern geäußerte Meinung und die nach außen publizierte Meinung auseinanderging. Wir haben sehr viel gesagt aus dem Parteivorstand, eigentlich wird er nicht mehr antreten. Er müsste zumindest erklären, warum er diesen Schritt zurück nach Bayern getan hat. Denn Beckstein und Huber waren schon im Stadion Ministerpräsident zu werden. Die sind wieder einfach zur Seite gekehrt worden. Und da gab es so einen Rumor. Und trotzdem im Parteivorstand war eine Abstimmung, da hieß es, wir sprechen Stoiber das Vertrauen aus. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, dass jetzt auf einmal alle wieder sagen, ja. Ohne dass er irgendein Wort erklärt hat. Und wir haben alle die Hand gehoben und ich habe es nicht. Frau Dr. Pauli, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre tolle Rede. Ich denke, jeder von uns konnte aus dieser Rede irgendwas für sich mitnehmen.
Wie schon erwähnt, Frau Dr. Pauli stellt sich jetzt Fragen aus dem Publikum. Heinz Günther geht einmal rum mit dem Mikro. Es ist vielleicht ganz angebracht, wenn sich die Einzelnen natürlich vorstellen und eben ihre Frage formulieren. Eine Frage habe ich vorab schon gestellt an Frau Dr. Pauli. Sie hat sehr beherzt bejaht, dass sie sich bei uns in Herford sehr wohl fühlt. Danke. Also ja, ich darf direkt ergänzen, Frau Dr. Pauli verzichtet aufs Essen, das hat sie eben ausdrücklich gesagt, um noch für zwei Fragen zur Verfügung zu stehen. Dann bewegen wir uns noch einmal rüber, denn es ist ein Pressegespräch angesetzt in der Geri-Lounge bei Martha, denn wir möchten Frau Dr. Pauli natürlich Martha zeigen, sie hat es von München aus gegoogelt und hat natürlich unser Flagship wahrgenommen. Wir wollen sie kurz zeigen, ich darf Frau Dr. Pauli, Marc Hörde wird dann gleich das Buffet eröffnen, aber wie gesagt, wer jetzt Gebrauch davon machen möchte, der möge gerne von frei, wer ist der Eisbrecher, Frau Dr. Pauli, die eine oder andere Frage stellen. Bitte. Vielleicht machen wir so, dass derjenige sich kurz vorstellt und dann seine Frage äußert. Schönen Dank. Ich hatte Angebote bekommen, Hinweis bekommen, doch mal in der Berliner Politik aktiv zu werden. Sie würden dort gut hinpassen. Also nachdem ich da ausgetreten bin aus der CDU, kamen so einige ganz vorsichtig auf mich zu. Aber wir haben diese Parteien, ich hab mir die so noch mal so einzeln vorgenommen, nicht behagt. Also ich kann überall was dazu sagen, wie ich sage, das entspricht mir nicht. Bei der FDP ist es diese Wankelmütigkeit, die ich ja jetzt auch im Landtag erlebe. Die SPD ist zwar sehr sozial orientiert, aber sie hat immer diese Klassenkampfgedanken.